Hallo und herzlich willkommen zu Teil 22 von Hashtag Blood. Wir haben uns in der letzten Folge durch den Friedhof gekämpft und haben jetzt hier die letzte Tür geöffnet, die Tür nach oben. Und gehen jetzt in Richtung Dragor. Uns fehlt zwar noch einer dieser Nägel, dieser Eisenzeignägel, aber ich hoffe mal, den gibt's oben. Okay, ich bin mal gespannt. Hey Cory, ich habe es über den Friedhof geschafft. Wie sieht es bei dir aus? Endlich komme ich voran. Ich bin ungefähr 40 Häuserblocks gelaufen, um mich auf dem Friedhof zurechtzufinden. Was ist da? Konntest du alle 8 Nägel finden? Nein, nicht alle. Ich weiß, dass Christofferson fest vom Plan Dragor abstechen überzeugt war. Aber ich denke, es ist wichtig, einen Plan B zu haben. Du bist so nah dran, einer fehlt noch. Okay, das heißt, wir haben tatsächlich einen übersehen. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Dann müssen wir natürlich nochmal kurz gucken. Hier sind irgendwelche Schritte. Ich weiß nicht, ob ich mit der Schaufel hier überall mal graben soll, aber eigentlich ist es doch recht übersichtlich, gell? Wo man graben kann, wo nicht. Das haben wir ja in der letzten Folge spekuliert, ob wir den letzten Nagel brauchen oder ob es den oben noch gibt. Aber wie es aussieht, brauchen wir ihn. Vielleicht nochmal ganz außen gucken, weiß nicht genau. Kann natürlich sein, dass es da noch was gibt, was wir übersehen haben. Fiese. Fies. Hier sind wir rüber. Da war ansonsten nichts mehr. Ich meine, ich gehe alle Bereiche kurz durch, oder? Hier vielleicht. Weil es hier doch ein ziemliches ein ziemlicher Irrgarten war. Da oben oder sowas. Oder gab es da? Ne, da haben wir schon einen. Ja, blöd. Und runter ging es doch. Hier ging es auch runter, glaube ich, oder? Das ist nur einer hier oben. Ah, wenn man immer einen vergisst, gell, dann dauert das immer. Dann muss man nochmal durchsuchen alles. Hier innen drin vielleicht. In diese Tür sind wir auf jeden Fall auch nicht reingekommen, gell. Und da gab es ansonsten auch nichts mehr. Ich frage mich, was dann diese Tür macht. Da müssen wir ja auch irgendwie noch was erledigen können. Da außen war es, glaube ich, nichts mehr. Aber ja, ich meine, wir gehen dann natürlich nach unten noch. Hier, das ist nichts. Nee, da war die Plattform, also war dieses Teil hier. Dieser Grabstein, den wir verschoben haben. Das haben wir schon. Hier unten gab es auf jeden Fall 2, meine ich. Oder sogar mehr. Geh noch mal rein, guck mal, ob hier drin vielleicht, ob wir da was übersehen haben. Also hier gibt es eine Kiste und hier ist... Keine Ahnung, aber ich meine, wir kommen nicht durch auf jeden Fall. Mit einer Bombe vielleicht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Nein. Ja, das sieht aus, als würde es einen unterirdischen Weg hingeben. Aber es sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre da unbedingt ein Nagel. Hier gab es auch nichts, bis auf den einen Weg rüber und der war hier. Das Hammer und da kommen wir zu diesem... Ja, ich meine, es macht keinen Sinn, dass hier noch eins ist, oder? Ja, da kommen wir hierher und da war auch nichts mehr. Vielleicht doch echt ganz außen, aber jetzt, also wir haben jetzt echt alles durchgeguckt. Wisst ihr, was witzig wäre, wenn es echt nur 7 gibt? Und Cory zu uns sagt, ja komm, jetzt such den 8. Und wir jetzt den 8. suchen und eigentlich nur zurück müssten. Und dann wird Becky sagen, ja, es gibt nur 7. Da wäre ich aber auch ein bisschen sauer, muss ich sagen. Wäre witzig, aber ich wäre auch ein bisschen sauer. So, gehen wir nochmal nach rechts, wieder hier einfach chillt. Oh, irgendwelche fetten Riesenvampire. Mir egal. Ja, also hier gibt's nichts. Ich rede nochmal mit ihm. Das bringt wahrscheinlich... Oh krass, hat Winter ein Medikit. Nice, dann kriegt er die immer wieder. Jetzt haben wir, glaube ich, ordentlich viele. Hier geht's raus. Weg vom Friedhof. Hä, wo ist denn das letzte? Jetzt haben wir alles durchgeguckt gleich. Ich will es jetzt nicht nochmal durchgucken. Ja.
Hier geht's raus aus dem Friedhof. Könnte nur hier außen noch eins sein, gell? Das könnte schon sein, dass wir es hier am Anfang übersehen haben. Angeln. Was glaubst du denn zu finden? Tote Fische? Ich bin so geil, wenn sie mit uns redet. Was soll der Scheiß? Lass mich in Ruhe. Komm schon, das Letzte muss hier sein. Komm schon. Aber hier ist nichts. Das ist nicht gut. Da drin war schon ein Zeignagel. Das heißt, es. Hä, warum gibt's hier keinen mehr? Da waren auf jeden Fall diese Spitzen und ganz am Ende war einer. Den haben wir schon. Da färmst du uns jetzt ein bisschen. Aua, Essen rein, wollte ich. Ach. Ich wollte es einfach riskieren, ob ich durchkomme. Ich hätte es lassen sollen. Okay, das ist jetzt echt blöd. Hä, wo könnte der Letzte dann sein? Kriege ich irgendeinen Hinweis? Muss man mal gucken, ob hier einer steht. Was steht da? Es scheint, als würdest du große Fortschritte machen. Möchtest du mehr über die Stadtgründe erfahren? Geht die Zeit dann schneller um? Die Peregrinots hielten sich für eine separatistische Gruppe wie die Pilger oder die Hugenotten. Aber in der Geschichte gelten sie als eine Randsekte, die von einer ganzen Reihe von Göttern und Dämonen besessen war. Sie ließen sich hier nieder, weil sie aus vielen anderen Gegenden wegen gruseliger Vorkommnisse, Hexerei und so ziemlich allen anderen merkwürdigen Vorkommnissen verjagt wurden, die man sich vorstellen kann. Hinter dem Friedhof gibt es eine alte verlassene Kirche, die ihrem Kult geweiht ist. Ja klar, da müssen wir hin, aber wie? Also ich meine, ich bin mal echt gespannt, ob das offensichtlich ist und ich einfach nur blind bin, oder? Guck mal, das meine ich. Hä? Hä? Lol. Okay. Ich stelle keine Fragen. Ich versuch's einfach mal nochmal. Ja, einer fehlt noch. Du mich auch. Aber wo? Wo, Cory? Wo? Muss ich jetzt echt alle Teile, alle Bereiche nochmal anschauen? Ich meine, es muss nicht in so einem Grab sein. Die meisten sind in einem Grab, aber es muss nicht so sein. Den habe ich. Zweites Loch machen, aber es bringt nichts. Hier kann ich nicht graben, oder? Nirgends. Ich glaube, ich sollte das... Nein, come on. Ich kann hier überall graben. Das heißt, es kann sein, dass unter einem Grab noch was... Alter, krass, wie viel... Es kann sein, dass unter einem Grab noch was ist, oder was? Toll. Ich meine, bei Passen so Kerzen, das hat eigentlich oft schon... Ja. Pff, okay. Das heißt, das hätte man eigentlich bei jedem Grab machen müssen. Ich habe irgendwie das nicht erwartet. Geht es hier rein? Ja. Okay, aber zumindest können wir dann vielleicht an manchen Stellen weiterkommen. Ja, gut, das ist. Ich glaube, das ist das Richtige hier wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kriegen wir hier schon den letzten Nagel. Die Frage ist natürlich. Ja, sehr gut. Ob wir die anderen Gräber auch noch checken. Ich glaube, das ist schon schlau, oder? Das zu machen. Ups. Ha. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo überall die Nägel waren. Die Gräber waren. Also im unteren Bereich waren auf jeden Fall noch einige. Aber wo noch? Oder gehen wir einfach hoch? Nee. Vielleicht kommen wir ja in das andere Haus nochmal rein. Irgendwie durch einen Geheimgang. Könnte ja sein, dass wir dann endlich mal ein neues Herz kriegen. So, unten meine ich. Unten gab es auf jeden Fall noch einige Gräber. Krass, dass ich das... Aber ich habe das doch mal ausgetestet. Wahrscheinlich auch mit so einem... Wo so eine Gräte war, wo es dann nicht funktioniert hat, gell? Vielleicht habe ich es auch nicht getestet. Hier, das meine ich, so eine Gräte, aber es geht trotzdem. Okay, hier ist einfach gar nichts. Wie oben einfach alles voll war mit irgendwelchem Zeug. Und hier ist einfach gar nichts.
Immerhin ein Snack hat sich die ganze Graberei zumindest ein bisschen gelohnt. Würdet ihr das machen, wenn ihr mal wieder auf dem Friedhof seid und ihr Gräber umgrabt und dann findet ihr irgend so einen Schokoriegel da drin? Würdet ihr den direkt essen? Ich würde es nicht machen. Aber Becky ist da ja auch ein bisschen anders. So, okay, wir kommen durch. Wir kommen durch und da ist jetzt bestimmt die Kirche. Ah, jetzt gibt es hier keine Karte mehr. G-Lane. Das K. Buncia. So weint sie jetzt. Das hat sie doch bei den anderen nicht gemacht, oder? Ein Apfel. What? Ein Apfel? Apfelkern? Hab dich gern. Wer ist dein Freund? Ich. Okay, was kann ich? Kann ich das essen? Kann ich einen Apfel essen? Nö. Ein Geldsack? Okay, hier lohnt sich's, ey. Dann würde ich sagen, gehen wir da doch erstmal durch, oder? Der ist so schmutzig zum Lesen. Wörtlich. Nicht im übertragenen Sinne. Bomben, sehr gut. P.S. Pancho. R. Fox. Sind das jetzt vielleicht echt die Namen von den Entwicklern? C. Burns. Weil das sind jetzt keine Witze mehr, oder? Keine, Wortwitze. Nice. Nochmal Medikit. A. Tavis. C. Greenhalsch. Ja, bestimmt sind das echt die Entwickler. So, Entwickler, ich werde euch rächen. Ich werde euch rächen. Oh, krass. Alter, das sieht ja cool aus. Hey, Papa, ich bin's. Hallo, Becky. Bist du da? Oder ist das eine ausgeklügelte Voicemail? Ich, wollte Mama besuchen. Sag bloß, das ist das Grab von der Mutter, das wäre hart. Aber das heißt, also jetzt wissen wir, sie ist tot. Wir haben bisher ja nur drüber spekuliert. Oh, ich verstehe. Und du bist jetzt mit ihr dort? Grüß sie von mir. Ist alles gut, Vanilleschote? Ja. Willst du darüber reden, wenn du nach Hause kommst? Vielleicht. Klingt gut. Ich hab dich lieb. Pass auf dich auf. Hab dich auch lieb, Papa. Ich komme schon klar. Wir sehen uns heute Abend. Tschüss. Das war so eine Abschiedsnachricht, oder? Ah, hier ist echt das Grab von der Mutter. Ganz oben, ganz alleine. Was, das hat ihn jetzt rausgerufen, oder was? Hallo? Okay, Dragoa. Dann ist das jetzt echt hier der Kampf. Schluss mit dem Gezeter, Mädchen. Gib das Buch her. Deine Mutter hat meine Ankunft verzögert, konnte mich aber letztendlich nicht aufhalten. Sieh dir an, was aus ihr geworden ist. Boah, geile Schrift, das kenne ich sonst gar nicht, dass plötzlich die Schrift rot auf schwarzem Grund ist. Dein unbedeutender Versuch wird sicherlich noch erbärmlicher sein. Sie war eine der furchterregendsten Gegnerinnen, denen ich in den letzten 1700 Jahren begegnet bin. Und trotzdem habe ich sie gebrochen. Tatsächlich habe ich mich nicht mehr so gefühlt, seit ich eine Statue von Diana umgeworfen habe. OMG, niemand interessiert sich für deinen langweiligen Monolog. Lass uns kämpfen, Vampirfresse. Als Maul, böser Gegner. Lass uns lieber kämpfen. Immerhin kämpft er jetzt. Krass. Aua, hallo? Okay. Ist das immer gleich? Das sind wie solche, wie solche Schachbrettfiguren, oder? Solche Schachbretter. Kann ich da... Was ist das? Kann ich da blocken? Ja, kann ich. Das ist gut. Das ist nämlich auf jeden Fall sehr schnell, was hier passiert. Ich
Ich habe das Gefühl, das ist aber komplett random, oder? Was er da macht. So, das ist das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir können auch noch ein bisschen Heiltränke zu uns nehmen. Boah, krass. Da checke ich manchmal gar nicht, wo ich da bin. Soll ich gleich einen nehmen? Ich glaube schon, oder? Wir haben genügend. Vor allem, wann macht er was? Das ist irgendwie... Wenn meine Aufgabe jetzt wäre, ihn zu dodgen, hätte ich ein Riesenproblem. Also das würde ich... Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, was... Wie der kämpft, ob seine... Alter. Wann er jetzt so grätscht, wann er Schläge von oben macht. Also kannst du überhaupt nicht seine Schlagabfolge einschätzen. Aber krass, dass wir jetzt echt gegen ihn kämpfen. Kann eigentlich nett sein, dass wir ihn schon besiegen, glaube ich. Mein Schaden macht auf jeden Fall. Also wir haben schon... Ja, okay, nächste Runde. Oh oh. Hörst du, rennt weg, oder was? Was passiert? Alter. Hallo? Nein, X. Oh, ich bin dumm. Ich bin so dumm. Ich habe gerade PlayStation an die PlayStation gedacht. Ich habe zweimal falsch gedrückt. So, jetzt bin ich aber wieder da. Xbox Controller. Jetzt bin ich da. Dodge. Alter, diese geile Zwischensequenz, ey. Bleistift, stech zu. Nein, schon wieder falsch. Ich bin so dumm. Ich bin tot, oder? Nein, Alter, wie auf mich zuging. Scheiße. Okay, nochmal. Jetzt habe ich schon wieder das X. Oh Mann, das ist so bitter. Ich finde es immer richtig, richtig schlimm, wenn du dann in dem wichtigsten Moment verkackst. Eigentlich mag ich... Viele hassen ja Quicktime-Events mega, aber ich finde es eigentlich cool. Ja, cool ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde es okay. So, jetzt. Runde 2. X ist links. Komm, nimm Bleistift, nimm Bleistift. Jetzt. Runde 2. Stech zu. Yes. Wurde ich jetzt besiegt? Ich glaube nicht, oder? Das kann nicht sein. Das wäre zu einfach. Oh oh. Okay, und da geht es wohl in die zweite Phase. Ich muss wegrennen, ha? Huh? Schnell, 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 schnell. Au, what the fuck? Hä? Hallo? What the fuck? Aua! Hä, aber... Hä? Ich glaube, ich wechsle mal auf den Enderhaken. Vielleicht kann ich mich auch drunter durchrollen. Vielleicht habe ich das nicht gecheckt. Ja, okay. Hä, aber ich dachte, es ging. Puh, neuer Artikel, neue Gegner. Die Zeit, die Hammer. Die muss sein. So viel Zeit muss sein, das Bestiarium zu lesen. Rotkäppchen, Vampir, Feenwesen. Rotkäppchen leben auf Schlachtfeldern. Sie ernähren sich von Blut, das sie über ihren Kopf aufnehmen. Daher die rote Kappe oder der rote Kamm, wie beim Hahn. Schnell, 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 schnell. Brauchst du lang. Komme ich hier zwei weiter? Nee, ich warte lieber da. Hey, komisch, ich dachte, ich hätte... Oh, wahrscheinlich habe ich ein bisschen verkackt, um rechtzeitig drücken.
Für was haben wir denn jetzt diese ganze Verbannung gemacht? Sind total unvorbereitet. Gut, okay, wir wollten jetzt noch nicht gleich gegen Dragor kämpfen. Wir wollten eigentlich erst mit der Mutter kommunizieren. So, dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Aber ist egal, wir haben so viel Leben eigentlich noch. Eigentlich können wir uns einiges noch leisten. Bevor wir... Ah, wir haben es geschafft. Und Öffnung. Und jetzt, was passiert jetzt? Wo sind wir denn? Ah, okay, hier hinten wieder. Das ist dieses große Haus. Das ist dieses Herrenhaus, glaube ich. Guck mal, was es da rechts gibt. Da gibt es ja bestimmt noch irgendwas Cooles, oder? Bisschen Leben brauchen wir aber eigentlich nicht. Dann lasst uns mal reingehen. Und jetzt? What? Das ist jetzt einfach nochmal so eine Art Dungeon, oder was? Das wäre komisch. Müssen wir uns jetzt hier erst durchkämpfen? Ich möchte wissen, ob die Kapelle einfach so ein... jetzt nur dieser Raum ist oder ob es da jetzt weitergeht in so ein Dungeon. Weil dann würde ich tatsächlich vielleicht an der Stelle demnächst aufhören. Oh, neuer Gegner. Oh, die werden zu Stein. Das sind Gargoyles, oder? Ich muss warten, bis sie angreifen und sie dann kaputt hauen. Ja, es sind Gargoyles bestimmt. Gargoyle, mythische Kreatur, diese großen Steinmonster werden angeblich durch die Magie des Hochlands zum Leben erweckt. Aber das ist ein Irrtum. Gargoyles wurden im Hochland vorwiegend aus Felsen gehauen, während sie andernorts aus gewöhnlichem Stein hergestellt wurden. Okay, danke für die Info. Boah, das ist auf jeden Fall ein großer Raum. Und es geht in verschiedene Richtungen. Ich würde tatsächlich... Gucken wir mal, ob es da... Also hier passiert nachher bestimmt was. Wir müssen bestimmt irgendwas auf dieses Grab, auf diesen Altar hier drauflegen, schätze ich mal. Das heißt, es gibt da einen Weg nach links und einen Weg nach rechts, oder? Gehen wir mal noch kurz nach links, wenn es nach links einen Weg gibt. Oh, es gibt nur einen Weg nach rechts. Okay, dann gucken wir uns den doch kurz an. Vielleicht sind wir hier ja gleich durch. Neumagik, Gargoyle. Gucken wir, wie viel da noch fehlen. Wie in Stein gemeißelt. Oh, ich muss mehr unsere Fernkampfwaffe einsetzen. Ich setze sie zu selten ein. Runterspringen. Was passiert dann? Ah, müssen wir da tatsächlich erstmal noch was holen. Okay, aber dann würde ich sagen, hören wir an der Stelle auf. Ich glaube, das geht hier dann noch eine Weile in diesem Raum. Wobei, wir waren jetzt oben bei der Glocke, gell? Aber ich glaube trotzdem, dass es noch ein bisschen geht. Wahrscheinlich müssen wir da noch ein Rätsel oder so lösen. Und dann noch die zweite Runde gegen Dragor. Dann würde ich sagen, verschieben wir das doch einfach auf die nächste Folge, auf morgen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.